So, ja, ich darf mich vorstellen, ich bin Andi hier, ich bin Museums- und Veranstaltungstechniker hier im Haus mit meinem Kollegen zusammen, der ist Hausmeister. Ich bin jetzt hier eigentlich so ein bisschen zuständig für Umbauten. Ich arbeite hier mit Künstlern zusammen. Ja, na, ich bin Anfang an mit dabei, wenn hier irgendwas umgebaut wird. Also wir machen die Handy, dann unterstützen wir auch die Maler, die hier im Haus sind. Und ganz zum Schluss natürlich auch die Künstler und machen natürlich mit denen zusammen hier die Ausstellung noch nicht so weit fertig, bis dann zur Eröffnung. Und zum Schluss bedienen wir noch hier die Ton- und Lichttechnik. Und das ist eigentlich so ein bisschen hier meine Hauptaufgabe. Mein Kollege, wie gesagt, der Hausmeister, der ist natürlich so ein bisschen dafür zuständig für Wasser, Lüftung, Heizung, Luftfeuchtigkeit, solche Dinge. Und dadurch, dass wir natürlich ziemlich wenige sind jetzt, natürlich viel Arbeit haben, unterstützen uns natürlich auch ein gegenseitig. Also ich helfe ihm natürlich bei seinen Arbeiten und er hilft natürlich mir auch ein bisschen. Ja. Das war jetzt, glaube ich, so ein bisschen die Vorstellung von mir, wenn er so eine Frage hat, einfach mal auslegen. Also ich bin die Sandra. Freut mich, hallo. Ich bin die Mini. Ich bin die Mutter. Ich bin die Frau. Freut mich. Wir wollen gleich mal mit einer grundlegenden Frage zu meinem Alltag starten. Hm? Wie lange arbeiten Sie durchschnittlich am Tag und wie viele Tage in der Woche? Also im Normalfall arbeite ich 5 Tage die Woche. Es gibt auch mal Wochen, da habe ich 7 Tage die Woche. Nee, höchstens so 8 Stunden am Tag. Wobei sich das natürlich auch ein bisschen unterscheidet, wenn wir jetzt gerade natürlich einen großen Umbau haben und wir hätten jetzt angenommen morgen die Ausstellungseröffnung, dann kann es schon mal sein, dass es mal länger als 8 Stunden wird. Es gibt dann aber auch wieder so Tage, wo es einfach mal ein bisschen weniger zu tun gibt und man einfach schon mittags oder so nach Hause gehen kann. Was ist für Sie das Anstrengendste? Anstrengend in dem Sinne vielleicht jetzt nicht unbedingt, dass es was wirklich gibt, was jetzt wirklich extrem anstrengend ist, sondern vielleicht eher, dass natürlich, wenn wir Künstler hier im Haus haben, haben wir natürlich oftmals richtig verrückte Ideen, die sagen zum Beispiel, hey Leute, ich möchte da nicht mit der Bühne jetzt lieber irgendwo einen Raum haben, dann muss es da irgendwie befestigt werden. Und da muss ich dann natürlich ziemlich schnell Lösungen finden. Und ja, das finde ich halt jetzt, aber generell gibt es halt nichts, was jetzt da bestimmt schon oder was schon ist so. Welche Arbeiten machen Sie am häufigsten? Das ist vielleicht ganz unterschiedlich. Also ich bin jetzt ja nicht so wie in einer Produktion irgendwo in einer Fabrik, wo ich jetzt wirklich jeden Tag so das Gleiche mache, sondern ich bin ja schon recht vielseitig. Also ich bin von der Haustechnik, über die Ausstellungsumbauten, dann so Kunsttransporten. Dann ein bisschen was in der Verwaltung, dann ein bisschen Büroarbeit. Also es ist eigentlich ziemlich vielseitig. Also von allem so ein bisschen was, aber so wirklich am häufigsten, kann man es nicht sagen, kommt Schreinerarbeiten dazu, Malerarbeiten. Also von allem eigentlich etwas. Woher wissen Sie eigentlich, wie Sie die Sachen aufarbeiten? Ja, das ist eine gute Frage. Natürlich spricht man sich natürlich zum Beispiel die Künstler so ein bisschen ab. Man pflegt natürlich so, wie sie es haben wollen. Also im Endeffekt entscheiden wir die auch, wo die Sachen hinkommen. Wir sind dann wirklich dann nur dafür da, um die Sachen hinzunehmen. Aber generell haben wir auch technische Hilfsmittel, Laser, Wasserwaage, so Sachen. Und natürlich ist es immer so ein Abschlag, die Künstler natürlich und die etwas mit dem auch zu tun sind, wie es ausschaut. Waren Künstler schon unzufrieden damit, wie sie seine Sachen aufgehängt haben und wie haben sie dann reagiert? Also ich glaube bis jetzt Gott sei Dank noch nie. Mir fällt zumindest mal gerade keiner ein. Aber ich hoffe auch mal nicht, dass es irgendwie in den Dingen schon mal vorkommt. Also ich glaube bis jetzt hat es eigentlich schon im Großen und Ganzen nicht so gepasst. Wie viel Zeit bekommen Sie normalerweise, um eine Ausstellung aufzubauen? Zum Ebenfall sind das eigentlich 2 bis 3 Wochen, da ist in der ersten Woche, beziehungsweise vielleicht wenn man nochmal eine Woche vorgeht, wo die Ausstellungsplanung läuft, haben wir so mal so ein bisschen die Theorie, wo wir einfach ein bisschen besprechen, was wir zu tun, was wird gemacht in der neuen Ausstellung, kommen die Wände, welche Farben kommen die Wände, was kommen Bilder für die Ausstellung, kommt Technik, sowas, zum Beispiel Tonanlagen, Beamer, Film, um dann einfach so mal ein bisschen die Theorie
Wie durchbespricht und dann eigentlich in der ersten Woche ist nochmal so ein Ablauf in der alten Ausstellung. Dann werden die Wände umgebaut, dann kommen nochmal die Maler, die streichen dann die Wände und dann ist in der letzten Woche meistens dann zurück zu Level an die Künstler, dann steht es schon mal so das Grundgerüst und dann wird noch mit ihnen zusammen so die Stäben aufgebaut. Müssen Sie sich selbst belegen, wo das hier ist? Ja. Bei den Vorgaben von meinem Chef oder bei den Künstler eben. Und muss ich nur schauen, dass ich das dann irgendwie so wie wir kommen, wie das machen möchte. Ist schon mal ein Konzert. Gott sei Dank auch noch nie. Aber ich hoffe mal nicht, dass das passieren wird. Den letzten ist natürlich so, die Künstler gibt es dann natürlich alle einmalig, die gibt es kein zweites Mal. Und es wäre natürlich sehr, sehr ärgerlich, wenn da was gefallen würde oder das Programm schon im Schlimmfall dann noch beschädigt wird. Ihr Beruf ist ja ziemlich vielseitig. Gibt es da eine Ausbildung für Ihren Beruf? Also ich bin jetzt gelernter Steinertischler. Das macht jetzt bei mir jetzt ziemlich viel Sinn, weil ich jetzt natürlich auch hier viel mit Holz zu tun habe. Also mit Wände aus Holz, Stelle aus Holz. Aber generell jetzt für einen Hausmeister jetzt, ist natürlich dann sinnvoll, wenn der irgendwas natürlich mit Heizung, Wasser oder so zu tun hat, also Heizungsinstallateur oder sowas in der Richtung. Dadurch, dass er einfach schon seine Grundkenntnisse hat und die Arbeit, die er dann machen muss. Gab es schon Momente, wo Sie von einer Aufgabe wahnsinnig genervt waren? Und wenn ja, wäre das toll, wenn Sie das auch erzählen? Wahnsinnig genervt. Also, es gibt natürlich mal Abend, wo es länger wird, wo man mal länger arbeiten muss, so, wo man dann doch auch mal ein bisschen müde ist und so, wo man dann vielleicht auch nicht mehr so ganz die Konzentration hat, aber so richtig genervt eigentlich nicht. Also das gibt es jetzt eigentlich nicht. Was tragen Sie immer bei sich? Ich habe eigentlich im Regelfall immer einen Mittelschirm, den ich jetzt gerade nicht dabei habe, aber ersten Eichenzeichen mit der Stimme. Es gibt eigentlich immer irgendwas, wo man messen tut oder man schaut und man sagt, hey, wir müssen jetzt da was Neues machen, was dann heißt, dann kommt, schauen wir mal, was wir so für Maße nehmen können. Also so jedes Stab ist eigentlich das, was ich am häufigsten bei mir habe. Das schwierigste Projekt, an dem ich gearbeitet habe. Es gibt ziemlich viele schwierige Projekte hier so im Haus. Also vielleicht ein einziges Beispiel wäre, wer jetzt die Wand, wo man hier im Hintergrund so sieht. Die hat jetzt genau 9,32,5 Meter lang, 3 Meter hoch. Und da war jetzt die Vorgabe eben, die muss rund werden. Und wir haben da schon alle über den Kopf geschüttelt und haben gesagt, ja, wie soll das funktionieren, wir wollen die Wand zu bauen. Und haben das dann wirklich ziemlich verkopft und alles. Und zum Schluss ist dann das eben so rausgekommen mit so mit dem Gestell im Hintergrund. Und das war eigentlich schon ziemlich creepy. Aber sonst im Großen und Ganzen, ja. Wie lange sind Sie schon Ausrüster? Ich bin jetzt hier seit knapp 5 Jahren. Davor habe ich im Schreiner gearbeitet und ja, also 5 Jahre bin ich jetzt hier. Das waren jetzt unsere ausführlichen Fragen. Vielen Dank, dass Sie die uns beantwortet haben. Und jetzt bitte nochmal kurz und knapp. Wir sagen zwei Wörter und Sie entscheiden sich bitte ohne viel Nachdenken für eins. Tee oder Kaffee? Kaffee. Torte oder Kekse? Kekse. Künstler oder Künstlerin? Künstlerin. Skulptur oder Bild? Bild. Foto oder Bild? Foto oder Wandsbild? Foto. Ausschlag oder Versteck? Ausschlag. Zug oder Auto? Auto. Pizza oder Nudeln? Pizza. Vielen Dank nochmal für dieses Gespräch. Danke euch auch für die vielen Fragen und ich hoffe, es hat soweit gepasst. Ich habe euch alle Fragen beantwortet. Und Dankeschön. Ja.